Auf geht's. Ja. Direkt erstmal einen Toben rein. Ihr seht schon, wir sind schon bei 4 mit der DPS. Und es ist komplett verrückt. Ne? Die Rotation, der Damage. Moin, sind meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zum Furukrieger Bergtarn Guide. Ich habe einiges für euch vorbereitet. Das hier ist ein Mythisch Plus, Schrägstrich Tiefen und Raid Guide. Ich würde euch die Mythisch Plus Rotation in den Tiefen empfehlen. Ja, die ist die Synergie da sehr gut. Ihr könnt allerdings auch die Raid Rotation bzw. die Raid Talente in den Tiefen spielen. Das ist gar kein Thema. Ja, ich habe hier ein bisschen was für euch vorbereitet. Und zwar den Furukrieger, ja, logischerweise den Bergtarn. Unser Main-Wert, Meisterschaft, danach kommt Tempo, danach Vielseitigkeit, danach Crit. Ja, ihr könnt auch Meisterschaft, Tempo, Crit, Vielseitigkeit bauen. Das bleibt ganz euch überlassen. Allerdings sage ich, ist meine subjektive Meinung, Meisterschaft, Tempo auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, an erster Stelle Meisterschaft. Gut Leute, bevor wir jetzt in die Talente gehen für den Bergtarn, da werde ich euch noch sehr, sehr viel erklären müssen. Und das möchte ich auch, da habe ich Lust drauf. Und machen wir erstmal eine Rotation. Eine richtig geile Rotation. Doch vorher muss ich hier nochmal was einstellen mit dem Addon, dass wir das auch besser, mich euch das besser zeigen kann. So. Hier oben, wo der schwarze Balken ist, da läuft die Rotation durch. Na, wenn ich jetzt hier den Schlachtruf mache, läuft hier oben die Rotation durch von rechts nach links. Das hier ist jetzt hier die Mythisch Plus AOE Rotation mit Klingensturm. Wir haben die Variante Klingensturm und Verheerer. Ja, ich habe für beides hier Rotation gebaut, um beides abzudecken. Wir werden erst einmal mit dem Klingensturm anfangen, dann gehen wir über in den Verheerer. Und dasselbe habe ich natürlich auch für den Raid gebaut. Die Talente besprechen wir gleich alle. Ja, ich möchte euch jetzt erst einmal hier die Rotation zeigen. Ich spiele aktuell auch mit zwei Einhandwaffen. Ja, wenn ihr mit zwei Zweihandwaffen spielt, dann swappt ihr das hier. Ne? Aber das besprechen wir gleich alles. Machen wir jetzt erstmal eine richtig geile Rotation. Auf geht's. Ja. Direkt erstmal einen Toben rein. Ihr seht schon, wir sind schon bei 4 mit der DPS. Und es ist komplett verrückt. Ne? Die Rotation, der Damage, absoluter Wahnsinn. Ordnung Zorn kommt. Und weiter geht's. Wir spielen natürlich mit dem Donnerknall, ne? Das ist klar. Der Donnerknall ersetzt hier den Wirbelwind und verursacht extremst viel Schaden. Warum? Erkläre ich euch gleich. Ja? Ich habe jetzt hier nur einen einzigen Knopf gedrückt, die perfekte Rotation gefahren. Ein Haufen Damage, ihr habt das gesehen, ne? Spitze. Da kommen wir locker an die 4 Mille ran, wenn ich, das sind auch nur 5 Gegner in einer Dungeon mit einer Trash-Gruppe von 8 Gegnern. Leute, das ist absoluter Wahnsinn. Und der G-Score ist jetzt noch nicht sehr hoch. Es ist gerade mal 606, ja. Leute, echt Wahnsinn, was das für ein krasser Damage ist. Ja, ich habe hier auch natürlich für euch eine Single-Target-Rotation vorbereitet. Die besprechen wir gleich. Doch zunächst einmal besprechen wir die Talente. Ich möchte jetzt euch erstmal, ich mache jetzt hier die Kamera mal eben aus. Erkläre euch jetzt erstmal, hier unten haben wir donnerndes Gebrüll mitgenommen, donnernde Worte haben wir mitgenommen. Natürlich halt hier, um runter zu scalen, die grausamen Schläge, ist klar. Ich habe einen Anfängerguide für den Furukrieger hochgeladen, da bespreche ich alles bis ins Detail. Ich mache die Kamera wieder an. Ihr konntet auch sehen, dass ich hier unten Qual der Titan mitgenommen habe. Ne? Und ganz, ganz klar den Avatar, super wichtig. Mitgenommen haben wir den Sturmblitz, Micro-CC. Wir haben bevorstehender Sieg mitgenommen. Unsere Heilung, das Utility ist sehr gut. Zauberreflexion nehmen wir mit. Damit können wir Zauber reflektieren, logischerweise. Ihr könnt damit zum Beispiel Boss-Mechaniken umgehen und den Tank einmal den Boss abspotten. Wenn der zum Beispiel gerade einen Zauber castet, dann könnt ihr ihn reflektieren. Das nimmt euch eine Menge Damage. Erstmal zumal euch ab und vor allem halt auch dem Tank und entlastet den Heiler. Ja, da die Möglichkeit besteht. Wir haben die Schockwelle mitgenommen, Micro-CC. Und kommen wir jetzt mal zum Bergtarn, ne? Seismischer Nachhall. Extrem wichtig. Wenn Wirbelwind oder Donnerknall 3 oder mehr Gegner trifft, werden sie noch ein weiteres Mal getroffen und erleiden dabei 30% des Schadens. Ja? Also, und hier haben wir nochmal, ne? Donnerknall und Wirbelwind verursachen 20% mehr Schaden und haben eine 10% mehr kritischen Treffer, oder haben 10% mehr kritischen Trefferschaden. Also hier haben wir schon mal eine Synergie mit dabei. Wir haben hier ganz klar den Donnerknall mitgenommen. Knistern der Donner. Das
erhöht den Radius von Donnerknall und slowt die Gegner nochmal. Also wir haben hier schon mal eine sehr, sehr starke Synergie, was den Donnerknall betrifft. Bergtarn besprechen wir gleich. Da machen wir auch gleich nochmal einen Donnerknall, die Synergie. Wir wollen jetzt erstmal hier auf der rechten Seite, ne? Und zwar haben wir hier mitgenommen den verbesserten Wirbelwind. Ja, der Donnerknall beim Bergtarn ersetzt den Wirbelwind. Wir brauchen keinen Wirbelwind mehr benutzen, wir benutzen nur noch Donnerknall. Na, das heißt, alle Effekte, die Wirbelwind euch gibt, gibt euch jetzt der Donnerknall. Na, Donnerknall verursacht 25% mehr Schaden und eure nächsten und die nächsten vier Angriffe wirken sich halt aus. Ne? Also sind dann halt zum AOE geworden oder werden zum AOE. Ja, also ihr seht auch hier, also ist die Synergie Donnerknall auch vorhanden. Den Bergtarn. Ne? Es ist halt so, wenn ihr Gegnern mit Donnerknall, wütender Schlag oder hinrichtend Schaden zufügt, besteht eine Chance von 25%, dass die Gegner nochmal zusätzlich von dem Blitz getroffen werden, der Naturschaden verursacht und Blitzschläge treten 30% häufiger auf, während Avatar aktiv ist. Wir haben Leiten der Boden, Blitzschläge. Das ist nochmal hier ein schöner AOE. Hier sind wir auf Sturmblitz mitgegangen. Wie gesagt, das bespreche ich alles im Detail nochmal im Anfängerguide. Hier verringert den körperlichen Schaden um 2%. Erstmal sehr, sehr gut. Donnerexplosion verringert zudem nochmal den Schaden um 8%. Das heißt, mit dem Bergtarn-Build sind wir extrem tanky. Wir haben eine sehr, sehr große Schadensreduktion in Form von Donnerknall, die uns 10% Schadensreduktion gibt und das halt im Grunde genommen permanent. Ja, also auch hier eine sehr gute Synergie. Wir haben Donnerexplosion, ruft einen Blitzschlag auf einen getroffenen Gegner herab mitgenommen. Wir haben hier unten Blitzschlag generiert 3 Wut. Schaden von wütender Schlag und Hinrichten wird um 25% erhöht. Ja. Wir hatten im letzten Guide heraufziehende Wolken mitgenommen. Ich bevorzuge allerdings aktuell Thorgrims Macht. Und hier haben wir den Avatar des Sturms. Der Einsatz von Avatar gewährt euch 2 Aufladungen von Donnerexplosion und setzt die Abklingzeit von Donnerknall zurück. Also, Leute, wir haben sehr, sehr oft die Möglichkeit, dass unser Donnerknall zu einer Donnerexplosion wird, die extremst viel Schaden verursacht mit der Gesamtsynergie im Build. Ja? Und dadurch, habt ihr gesehen, habe ich eine Menge AOE-Schaden gemacht und auch im Single-Target-Schaden. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist die Synergie extrem stark. So, wir machen jetzt hier mal eine schöne Single-Target-Rotation. Ich werde jetzt hier auch, habe ich den Klingensturm drin? Ja, den Klingensturm habe ich drin. Ne? Klingensturm besprechen wir gleich. Ups, ich habe mich, so, Momento. Ich habe die 1 hier unten. So, wir fangen nochmal an. In der Zeit können wir nochmal schnell Klingensturm besprechen. Ja, ich habe hier die Rotation mitgenommen für euch. Klingensturm und den Verheerer, den können wir auch mitnehmen. Ich habe für beides die Rotationen geschrieben. Die Makros findet ihr in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Da findet ihr die Links dazu. Wichtig zu erwähnen ist noch hier, dass wir auf Titanische Wut gegangen sind. Und zielstrebiger Furor, ich spiele aktuell mit Einhandwaffen. Solltet ihr mit 2-Handwaffen spielen, nehmt bitte den Blutwahnsinn mit. Ja, dann müsst ihr das nochmal eben eigenständig umskillen. Gut, Leute. Ja, Talent Strings findet ihr auch in der Videobeschreibung unten in den Kommentaren. Wie ihr die kopiert, das zeige ich euch gleich nochmal. So, AOE, Klingensturm, Single. Auf geht's. So, wir stürmen an und machen dann hier eine richtig geile Single-Target-Rotation. Die Rotation vom Klingensturm und vom Verheerer ist auf jeden Fall anders. Ja? Erkläre ich euch gleich, wenn wir den Verheerer spielen. Ihr seht hier, also im Grunde genommen, ich kann es euch auch jetzt eben erklären. Wir haben durch den Klingensturm im Grunde genommen ein Toben mehr in der Rotation drin. Ja, das ist eine Menge Damage. Und ihr seht auch hier im Single Target verursachen wir sehr, sehr viel Schaden. Und ich spiele mit Einhandwaffen, ne, habe ich euch schon erzählt. Ich habe natürlich auch für euch Rotationen vorbereitet, die ihr benutzen könnt, wenn ihr kleine Cooldowns ready habt, wie zum Beispiel Odin's Sworn. Das hier ist für Mythisch Plus. Ja, und wie gesagt, vergesst bitte nicht, wenn ihr mit 2-Handwaffen spielt, dass ihr den zielstrebigen Furor hier, ne, austauscht gegen Blutwahnsinn. Ja? Gut, komm, machen wir mal eine Mini-Rotation. Wenn wir die großen Cooldowns nicht bereit haben, wie Klingensturm, ja, dann haben wir hier unten nochmal eine richtig geile Rotation. Ich drücke jetzt auch hier nur einen Knopf. Donnerknall, Odin's Sworn kommt. Und ihr seht auch hier, ist der Schaden sehr, sehr gut. Obwohl wir keine Cooldowns aktiv haben. Ne?
Das ist natürlich richtig mies, ne? Das ist schon echt krass, was für einen Schaden der Brotkrieger macht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Das könnt ihr locker von Trashpack zu Trashpack benutzen. Ja, dann würde ich sagen, der Klingensturm ist gleich ab und wir skillen gleich um und nehmen hier oben, das ist übrigens der Donnerknall, ne? Habt ihr es gerade gesehen, die Donnerexplosion. Und wir skillen jetzt mal um auf den Verehrer, ne? Das dauert noch ganz kurz, bis der Klingensturm abgeklingt ist. In der Zeit könnt ihr mir ja gerne mal einen Like, ein Abo und einen Kommentar da lassen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Gut, 70% aller wiederkehrenden Zuschauer, ne, haben bei mir nicht abonniert. Abonniert doch einfach. Ist doch, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und wenn ihr sowieso immer wieder reinschaut, ja, dann könntet ihr mich ja supporten und lasst mir ein Abo da. Und dann alle Leute, die denken, die haben mich abonniert, schaut mal unten auf den Abo-Button. Na, kann sein, mir ist es auch schon mal passiert, dass ich dachte, ich habe jemanden abonniert. Der hatte den aber nicht abonniert, ja. Und dann habe ich das nochmal schnell geändert. Gut, Leute, ne, wir scannen jetzt um in den Verheerer. Und dann machen wir die ganze Rotation mit dem Verheerer. Hier haben wir schon drin. Zack. Und dann geht's los. Dann machen wir jetzt mal eine richtig geile AOE-Rotation mit dem Verheerer. Ja? Und dann gehen wir gleich nochmal eine schöne Single-Target-Rotation über. Und dann machen wir nochmal einen Raid-Guide. Ja? Hier für Mythisch Plus. Ne? Ihr seht jetzt, passt auf, Leute. Achtet drauf, der Verheerer kommt. Hier haben wir jetzt nach dem Verheerer keinen Toben eingebaut. Einfach nur aus dem Grund, weil das passt mit der Wut nicht. Ne? Das passt dann mit der Wut nicht. Der Klingensturm ist dann doch von der Wut-Generation her sehr, sehr nice. Ne? Mir gefallen beide Builds. Ja, es ist immer, bleibt euch komplett überlassen. Ich muss sagen, mir gefallen wirklich beide Builds. Allerdings fällt mir der Klingensturm aktuell etwas besser. Aktuell. Ja. Und das bleibt aber letztendlich euch überlassen, ob ihr den Verheerer oder den Klingensturm mitnehmen wollt. Das ist komplett subjektiv. Ja. Ich bevorzuge den Klingensturm. Ich wollte euch aber den Verheerer nicht vorenthalten. Ne? Ganz, ganz wichtig. Genau, Kanal abonnieren, Leute. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt machen wir hier mal eine richtig schöne Single-Target-Burst-Rotation für Mythisch Plus und Tiefen. Also wie gesagt, ihr könnt halt diese Mythisch Plus-Rotation bzw. die Mythisch Plus-Talente auch in den Tiefen spielen. Ich möchte euch jetzt nochmal eben zeigen, wie ihr das Ganze bei euch rein kopieren könnt, und zwar die Talentstrings. Ja? Ihr habt die Talente aus den Kommentaren oder aus der Videobeschreibung kopiert. Dann drückt ihr hier auf Importieren. Drückt jetzt hier oben in das Feld Steuerung plus V, dann habt ihr diesen String hier, ja, und diesen String habt ihr jetzt da reinkopiert und dann gebt ihr den ganzen hier einen Namen, zack, und dann drückt ihr einfach nur auf Enter und habt das Ganze bei euch drin. Ganz, ganz simpel, ne? So einfach könnt ihr das machen. Gut, Leute, und jetzt gehen wir mal über in die Mythisch Plus Single Target Rotation. Zack, erstmal anstürmen und dann kommt der Damage hier. Ne? Rutschen Odins Zorn. Donnerknall benutzen wir auch im Single Target. Und Donnerexplosion in dem Fall. Verursacht halt, wie gesagt, eine Menge Damage. Und ihr seht halt hier, wir sind fast bei einer Mille Damage im Single Target. Und das halt einfach mal durchgehend. Also ist schon echt, echt krass Wahnsinn, was das für ein Damage hier macht. Ja? Sehr, sehr starke Rotation auch im Single Target. Gut, Leute, dann skillen wir jetzt gleich um in den Raid Guide. Verheerer klingt noch ab. Ja gut, okay, ich hatte im Raid Guide zuletzt den Klingensturm noch mit drin, deswegen jetzt müssen wir immer auf den Verheerer warten. Aber ihr müsst ja nicht drauf warten, müsst ihr was, wir machen schnell einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann gehen wir jetzt um in den Raid Guide. Ja, und ihr seht hier, verändert sich einiges. Ne? Wir besprechen jetzt erstmal hier die rechte Talentseite. Also erstmal machen wir schnell den Bergtan fertig. Sturmschild haben wir mitgenommen. Etwas weniger Utility hier. Dafür etwas mehr Sustain. Ne? Ihr habt das ja gesehen. Und wir sind hier unten in tanzende Klingen reingegangen. Wir haben den Ansturm mitgenommen und sind halt mehr auf den Single-Target-Schaden fokussiert. Deswegen haben wir auch verbesserter Wirbelwind und Metzger nicht mitgenommen. Ne? Wir sind halt auf diesen Single-Target-Schaden fokussiert. Das hier ist ein reiner Single-Target-Build. So, Leute, ihr habt es gesehen, ne, hat sich hier, wie gesagt, ein bisschen was verändert. Ne? Wir haben hier oben auch rasender Wutanfall mitgenommen. Das hier ist eine Raid-Rotation, komplett auf den Einzelschaden fokussiert. Ja, wir fahren auch hier mit AOE-Schaden, aber nicht sehr viel, also im Vergleich zum Mythisch Plus. Gut, jetzt nehmen wir hier mal, was haben wir hier? Single Target F, was warum F? Hier. Machen wir erstmal Single Target Klingensturm. Auf geht's. Ach, Mensch. Wie vorhin. So, jetzt aber.
Single-Target Klingensturm. Ja, oben läuft die Rotation durch. Hier seht ihr, der Ansturm kommt. Zack. Ihr seht hier, auch im Single-Target sehr, sehr viel Schaden. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das hier, der Bild, hat auch einen sehr hohen Burst, ja. Aber ihr fahrt konstant, ne? Höheren Schaden mit dem Raid-Bild im Einzelziel. Ne? Ihr fahrt konstant auf jeden Fall wesentlich höheren Schaden als mit dem Mythisch Plus. Mythisch Plus hat vielleicht einen etwas höheren Burst, aber auf lange Sicht ist es so, dass die Raid-Skillung den konstant höheren Schaden hält. Ja? So viel zu dem Unterschied. Falls ihr euch jetzt gerade gewundert habt, warum die Mythisch Plus-Rotation im Single-Target mehr Schaden gemacht hat, das ist der Burst. Das ist der Burst. Ihr fahrt hiermit aber konstant auf lange Sicht mehr Schaden im Single-Target. So, dann machen wir jetzt hier gleich nochmal eine schöne Klingensturm-AOE-Rotation. Kennt ihr die Situation? Ihr seid mit eurer Gilde unterwegs im Raid und ihr seid vielleicht gerade dabei, irgendwie den Bergtarn mal auszuprobieren, anstatt den Schlechter. Ihr befindet euch im unteren Drittel des Damage-Meters und oder lernt die Klasse vielleicht gerade neu und ihr wollt eure Gilde mal überraschen, ne? Dann schnappt euch doch ganz einfach hier die Makros, seid instant im Damage auf Platz 1 und das Beste dabei ist, ihr drückt einfach nur einen Knopf, fahrt die perfekte Rotation, macht einen Haufen Schaden und ja, überrascht mal eure Gilde. Ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass euch beim Boss so ein ganz kleines bisschen an Damage fehlt und ich habe schon eine Menge E-Mails bekommen, der hat sich die ganze Gilde, die Makros hier geschnappt, ja, und dann haben sie den Boss halt gelegt, die haben zu Anfang so einen extremst hohen Burst gefahren, die waren alle überrascht und haben es gefeiert. Fand ich auf jeden Fall richtig cool, als ich die E-Mail gelesen habe. Gut Leute, dann machen wir jetzt hier mal eine Raid-AOE-Rotation mit dem Klingensturm. So, auch hier, ne? Wir haben jetzt hier natürlich den AOE nicht mit eingebaut, ja, den verbesserten Wirbelwind und so weiter. Aber trotz alledem, seht ihr, machen wir trotzdem AOE-Schaden, vor allem jetzt hier mit dem Klingensturm, ne? Das hier ist halt, wie gesagt, die Raid-AOE-Rotation. Seht ihr das, wie der Donnerknall, ne, die Donnerexplosion hier reinkrittet? Was für ein Schaden verursacht, ist schon echt verrückt. Ja, Donnerknall verursacht hier mit extremst viel Schaden. Ja, ihr seht da auch, im Raid könnt ihr AOE-Schaden fahren. Natürlich mit der Mythisch Plus. Ist schon ein Unterschied von 2 Mille zu 4 Mille. Dafür fahrt ihr hiermit aber konstant mehr Schaden im Single-Target. Gut, Leute. Dann skillen wir jetzt gleich um zum Verheerer. Ne? Und dann machen wir eine richtig geile Verheerer-Rotation. Ich will euch gleich nochmal eben hier zeigen. Eine kurze Rotation habe ich auch für euch hier vorbereitet, die ihr auch im Single-Target, sowohl im Single-Target als auch im AOE benutzen könnt. Und ja, ne, oder wisst ihr was? Geht's euch genauso? Also ich bin selber eher selten davon betroffen, aber aus meinem Bekanntenkreis oder Freunden oder sonstiges, man hört es halt auch sehr oft, wie die Leute in den Dungeons am Rumflamen sind und am Rumheulen sind und wirklich wegen jedem kleinen Scheiß da die Leute aus der Gruppe rauskicken, in der Mythisch Plus oder auch manchmal in den Tiefen, also richtig verrückt. Und das Ganze könnt ihr ganz einfach umgehen. Ne? Schnappt euch einfach hier die Makros, drückt einfach einen Knopf, lacht euch ins Fäustchen, fahrt Top Damage Nummer 1 und das Beste dabei ist, ihr könnt euch einfach nur auf diesen einen Knopf, ihr braucht ja nur einen Knopf drücken, ihr könnt euch auf alles andere konzentrieren. Ja, ihr könnt euch auf alles andere konzentrieren, das Laufen und so weiter. Also richtig, richtig verrückt. Ne? Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier eine schöne Verheerer-Rotation. Ich würde sagen, wir fangen auch an mit der AOE-Rotation, fliegen dann hoch und machen dann eine Single-Target-Rotation. Ja, wenn ihr mich fragt, was gefällt dir mehr, Bergtarn oder der Schlechter? Dann kann ich euch sagen, ich habe euch auch schon im letzten Furo-Krieger-Guide den Bergtarn ans Herz gelegt und ich habe gesagt, meine Prediction ist, oder Vorhersagung ist, dass ich glaube, dass der Bergtarn in Zukunft der Build sein wird, der primär Meta gespielt wird. Und wenn ihr euch jetzt mit dem Bergtarn einspielt, umso besser für euch dann im späteren Verlauf. Ja? Also ich finde den Bergtarn wesentlich besser. Er macht mir einfach mehr Spaß, aber das ist eine subjektive Meinung. Ne? Meinungen können da immer abweichen. Ne, jetzt hier kommt gleich dann der Verheerer. Ihr seht es hier. Zack, und die macht auch im AOE sehr viel Schaden, ne, wie ihr sehen könnt. Aber wir haben halt, wir kommen natürlich nicht in der Mythisch Plus, das ist klar. Ne? Aber auch mit dem Verheerer ist sehr toll. Ich kann euch sagen, mir gefällt der Bergtarn besser. Also schlechter, da habe ich euch schon mitgeteilt, Bergtarn in Kombination mit Klingensturm. Das ist meine subjektive Meinung. Ja, das ist, ja, ich glaube, da hat jeder andere Präferenzen.
in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren, da findet ihr die Makros, ja? Schnappt euch die Makros, da sind die Links dazu. Wir haben auch im letzten Guide circa, ich glaube, wir im letzten Guide hatte ich euch, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, 4 Makros erstellt. Ich habe jetzt hier ganze satte 10 Makros für euch, ja? 10 Stück. Na, die baller ich euch alle da rein. Könnt ihr alle haben. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal eine richtig geile Single-Tabulation. Doch zuvor müssen wir noch mal eben hier was machen. Und zwar muss ich euch mal hier, ne, wie beim Boxen, anzählen. Ja, aber wir zählen jetzt nicht von 1 bis 8, sondern wir zählen jetzt mal eben hier von 1 bis 3. Oder beziehungsweise von 3 bis 1. Und dann haut ihr mal an den Like-Button rein und smasht da mal rein. Ja? 3, 2, 1 und liken. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank dafür und auf geht's in die Single-Target-Rotation. Jetzt kommt hier das Ansturm. Der Ansturm, der ist immer richtig genial für auch den Wutaufbau und das ist richtig verrückt. Jetzt kommt hier der Verheerer und ihr seht auch jetzt hier nach dem Verheerer, der Damage geht hoch. Und ihr seht auch hier haben wir einen sehr, sehr guten Single-Target-Schaden. Mit dem Klingensturm kam es mir jetzt so vor, als hätten wir mit dem Klingensturm etwas mehr Single-Target-Schaden gehabt. War etwas burstlastiger. Also wie gesagt, der Klingensturm gefällt mir aktuell etwas besser, aber es ist halt immer einfach eine subjektive Meinung. Ja, ich bin so ein Oldschool-Krieger. Klingensturm ist für mich Klingensturm. Ja? Finde ich mega geil. Auch der Ansturm hier in dem Bild ist einfach nur fantastisch. Ja? Das ist halt nochmal 30% der 30 Sekunden. 30 Sekunden. Ne? Nochmal 30 Wut. Echt verrückt. Den schlechter Guide, den werde ich euch hier oben einblenden. Ich weiß nicht, ob der heute kommt. Ganz vielleicht auch erst morgen. Wir sehen uns im nächsten Video. In der Videobeschreibung und in den Kommentaren findet ihr die Makros. Bis dann. Ciao, ciao.